Und jetzt haben wir wieder 5 Stunden Zeit. Ich weiß, wir waren jetzt erst bei 4,5, aber ist ja scheißegal. Okay. Ich räume bloß mal ein bisschen den Weg frei, weil ich will hier nicht unbedingt gegen alle nochmal kämpfen. So, hier war's. Da steht jemand. Kumpel? Wer bist du denn? How did you find this place? They sent you, didn't they? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Schlüssel zur Räuberhütte. Okay. Und jetzt kommen wir da drüben bestimmt irgendwo lang, ne? Getting involved sounds like trouble to me. You can find the stolen goods on your own. Okay. Danke. Die Räuberhütte. Hier. Aber da komme ich ja immer noch nicht da hoch. Wie komme ich da hoch, verdammte Scheiße? Und ich dachte, das wäre jetzt die das Rätsel. Okay. Arschloch. Okay, wir kommen also doch dahin. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen bloß hier durch. Alles klar. Wird nie alt, bla bla bla. Okay, alles klar, alles klar. Ja, jetzt sind wir hier hinten. Gut. Hier wollte ich hin. Alles klar. Schön. Das war's schon. Alles klar. Bing. Steht er jetzt noch? Nee, der. Der ist abgehauen. War ja klar. Okay. Aber immerhin haben wir das Rätsel jetzt auch gelöst. Und damit Lebensamulett, Legionskaliber. Okay. Damit ist das jetzt auch abgeschlossen. Schön. Lebensamulett ist erhöht maximale LP. Hm. Ach, das ist das plus 1er. Alles klar. Ja, nicht schlecht. Aber damit haben wir hier alles erledigt. Fein. Können wir zurück. Und dann können wir beim, naja, gruseligen Bahnhof weiter. Wo ich eigentlich gar nicht hin will. Haben wir eigentlich eine neue Geste gelernt oder sowas? Nee, ne? Was da noch zu machen ist. Auch noch ein Rätsel, glaube ich. Aber ich habe keinen Plan. Podest am Bahnhof von Krat. Ja, da müssen wir hin. Und dann die Treppe hoch. Und dann wird was durch die Decke gefallen kommen. Höchstwahrscheinlich. Und was dieses Geschrei ist, ich bin gespannt. Was hat denn der andere gegeben? Ich habe nicht geguckt, leider. Ich habe es nicht gesehen. Ah, der große Skorpion ist weg. Das ist gut. Warte. Wo muss ich lang? Da. Okay. Hallo, Freunde. Nicht so? Okay, hallo Falle. Sag ich doch.
Pissnelken. Das war zu auffällig. Das war zu auffällig. Warte mal, das ist doch die Halle. Ja. Oder den Typen zermatscht hat. Und wer bist du? Warte mal. Ist das die Katze? Von Fuchs und Katze? Sah ein bisschen danach aus. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt. Und das Ergo-Fragment. Mehr nicht? Schade. Okay, ich gehe lieber die Treppen. Ich will mir nicht in Knöchel verstauchen, wie er es so oft macht. Diese Schreien, ne? Furchtbar. Okay. Na dann. Halt. Wenn der kämpfen will. Er ist ein Mensch, oder? You lost, little lamb. Hand over all you got. Räuberwiesel. Okay. Junge. Welcome to the tree of the future, and the future is death. Ist nicht so wrong, ist, da hast du schon recht, aber naja, man könnte ja nett fragen, ne? Interessant. Das war interessant. Cool. Ja, schön, gut, hätten wir. Der hat geworfen, ich habe geworfen. Wir waren ziemlich gleich auf, würde ich sagen. was haben wir denn gekriegt? Wir haben... Achso, wir haben Klamotten von dem gekriegt, ne? Zeig mal her. Die Maske des Räuberwiesels. Die Maske des Räuberwiesels. Sie mag lächerlich und unscheinbar aussehen, aber ihre Fähigkeit... in der Dunkelheit Furcht einzuflößen, ist unübertroffen. Die Räuberin machte sie... Was? Dachte. Die Räuberin dachte, sie müsste nur noch ein Haus plündern und könnte dann aus der Stadt fliehen. Nie hätte sie gedacht, dass dies ihre letzte Reise sein würde. Sieht cool aus. Bisschen Scarecrow-like, ne? Mag ich eigentlich ganz gern. Und... Jagdbekleidung des Räuberwiesels. Die Jagdkleidung... die das Räuberwiesel trägt. Sie mag schäbig aussehen, aber nichts eignet sich besser zum Rauben. Unzählige Aristokraten sind gestorben und unzählige Häuser haben ihre Besitzer verloren. Mit seinen vielen leeren Häusern wurde Krat zum perfekten Ort für Räuber und Taschendiebe. Sieht doch cool aus. Ist die arm.
Ja, das Wackeln der Äste ist ein bisschen doof, ne? Aber sonst sieht's ganz cool aus. Ich mag aber die Mäusemaske. Die sieht echt gut aus. Ich mag die echt gern. Und ich nehme mein... genau das. Ich bleib so. Okay, Freunde. Stargazer. Aber natürlich müssen wir uns... weil... ach, diese schweren Koffer. Das geht natürlich überhaupt nicht. Na gut, komm. Böse? Jemand Böses? Ah, okay, da sind Böse. Ja, ja, komm ruhig her. Echt jetzt? Sage mal. Sakrakrutz. Gibt's ja gar nicht. Ah, nur Stress. Okay, so, und gegen was? Gegen was sind die jetzt anfällig? Sind das jetzt auch Kadaver oder sind das Puppen? Das wäre interessant zu wissen. Bei welches Medaillon soll man da nehmen? Ja, gut, wir müssen da rumkommen. Aber das Gebiet kennen wir ja inzwischen. Oh, was bist du denn? Der hat eine Maske auf und dem kommt das Zeug aus den Augen raus. Alter, was haben denn die hier für... Zeug, naja, fabriziert, sage ich mal, weil das, ja, sind ja mal Menschen gewesen, die sich dann dazu entwickelt haben. Wahnsinn. Hier gibt's Schmetterlinge. Wo? Ein Goldner. Der greift mich an. Okay, stabilisierter alchemistischer Booster. Schön, dass wir gleich wieder aufgeladen werden von dem Angriff. Nett. Okay, ich sollte mal meine Waffe ganz kurz. Bingo. Weiter geht's. Keiner? Keiner hier. Da läuft eine mutierte Puppe. Und da sitzt eine mutierte Puppe. Okay. Wenigstens kriegen die ein bisschen Impact, wenn man zuschlägt. Gibt's hier jetzt was Neues? Ja, gibt's. War ja klar. Okay. Dunkelmondstein des Bundes. Okay, krass. Haben wir jetzt schon einige. Können wir das Drachenschwert mal aufbessern irgendwann? Wie gesagt, da sammle ich aber mal Sachen extra. Für. Okay. Hier hat alles begonnen und die Tür ist neu. So. Ja, gibt's hier was Neues? Nö, ne? Nö, 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 nö. Alles beim Alten. Und die erzählt auch nichts Neues. Erleben Sie die Zukunft der Welt. Ja. Wo eher nicht so. Ich überlege gerade, nö. Ja gut, wir müssen nicht nochmal zurück, da können wir rangehen. Okay.
Aha. Oh nein. Oh. Fetter Blob. Uncool. Okay, ich gehe mal da unten reingucken. Ah, oh, Dreifaltigkeitstür. Alles klar. Ja, haben wir keinen Schlüssel. Aber gut zu wissen, dass sie hier ist, das ist schon mal angenehm. Na dann, müssen wir ja da raus. Da bleibt ja nichts anderes. Ach du Scheiße. Was geben die denn überhaupt? 141. Ist auch nicht der Brüller. Okay, hier wird's echt ein Mischmasch. Hier wird's echt ein Mischmasch jetzt. Was bringt der? 200. Naja, gut, mit Amulett. Kommt der immer wieder? Ich habe das Gefühl, dass die jetzt... die kam vorher schon immer wieder. Fällt mir gerade ein. Aber im Grunde müssen wir uns das Recht erkaufen, daran vorbeizugehen. Da ist so ein großer. Okay. Hallo, mein Freund. Dem geht's nicht so gut. Dunkelmutstein. Krass. Was haben wir denn hier Schönes? Kopf eines Spulenmölniers. Mjölniers? Thor's Hammer bekommen wir jetzt, oder was? Pulsentladung, okay, Farbeladung, 71. Große, stumpfe Waffe. Entschlossenheit B. Okay. Interessant. Ah, alles zu lahm. Ich weiß gar nicht, wie du mit solchen Waffen spielen sollst. Die sind viel zu lahm. Die machen es. Also, die haben einen guten Schaden. Aber. Ja. Was brüllt denn hier so? Alter, ich höre hier was ganz Furchtbares brüllen. Was sind das für welche? Oh, okay. Ja, hi. Okay, die sterben sehr schnell. Das ist gut. Aber die hinterlassen was. Was hinterlassen die denn? Oh. Störung.
Störung war das, was die im Opernhaus auch gemacht haben, ne? Kann das sein? Oh, klingt das furchtbar hier. Okay. Ja, auf zum Großen, hä? Auf zum Großen. Okay. Der Große will nicht mehr. Wow, macht der einen Schaden. Alter Schwede. Und ich habe schon so viel Energie. Wahnsinn. Ich bin sehr froh, dass ich level. Ich bin sehr froh, dass ich auch außerhalb level. Weil die sind ja, das ist ja super krass. Okay, noch einer. Gut. Jo, dann hätten wir hier alles, wa? Was für ein Viech. Heftig. Und diese Geräusche sind furchtbar, ne? Jetzt geht's hier lang. Naja, da. Ja, hier war zu gewesen. Mit Kette. Kette ist nicht mehr. Kumpel. Einer nach dem anderen. Okay. Da ist schon wieder so ein großer Brocken. Mein Gott. Wie viele gibt es denn hier noch davon? Tja, was muss, das muss, ne? Was muss, das muss. Noch ein Schlag. Warum wird mir jetzt angezeigt, dass ich eine Legionswaffe herstellen kann? Und warum kriege ich nichts von dem? Arschloch! Toll. Nichts gekriegt von dem. Okay. Was für fette Viecher hier, ey. Und die haben Energie, die haben Leben ohne Ende. Okay.
Also die großen Brocken ist beinahe echt ein bisschen übertrieben. Halbmondstein, okay. Weil die haben alle schon fast Boss-Charakter hier. Oh, na guck mal einen an. Okay. Nett. Ja, jetzt habe ich das Falkenauge aber benutzt. Reise ich mal kurz wohin. Ich hätte zuerst in die Kiste, erst ins Haus gucken sollen. Habe ich leider nicht gemacht. Ah ja, ist ja nicht so schlimm. Wie viel haben wir denn? 13.000? Kriegen wir die 3.000 zusammen bestimmt. So. 14. Ich verkaufe mal noch ein paar Sachen. No matter what, for serving her is welcome to hope. Guck mal, ich habe doch bestimmt einen Haufen Zeug hier wieder. Oh, ich habe gar nicht so viel. Naja. Wie viel brauchen wir noch? 1000. Bingo. Neues Level. Ach, da wollte ich doch gar nicht ran. Mann. Ja. Okay. Ach Scheiße, komm. Wir tanken alles weg. Umso mehr, umso besser. Jetzt muss ich mal gucken. Die müssen wir jetzt kaufen, ne? Den Stein, ne? Oder wie war das? Ach nein, wir haben noch einen. Hätten wir gar nicht hierher gemusst. Stimmt, ich kann die ja kaufen und dann... Ja, ja, ja. Warte mal, da kaufe ich gleich mal ein paar. Stalker, please. Ja. So machen wir das. Ich pflück dir ganz viele. Genau. 33. Ja, weiß nicht. Hier, gib mal ein paar. 10. So. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, sorry für den Abstecher. Geht sofort weiter. Hier hin. Ja, neue Sachen aber nicht gefunden. Das ist es jetzt, ne? Ja. Verlassenes Apartment, hier. Okay. Okay, okay, okay. Es gibt eine Meisterin der Herausforderung, die legendäre Stalkerin bekannt ist. Sie war weder bei den Bastards noch bei den Sweepern. Geht ihren eigenen Weg. Zu schnell! Zu schnell, alle Bildschirme. Okay. Ja, dann noch los. Gucken wir mal. Hallo? Oh, Händler. Hi. Schön, dass du hier bist. Märchen von den drei Brüdern des... Drei Brüdern? Sind wir bei Harry Potter oder was? Der erste Teil ist abgerissen. So lebten in Krat ein Techniker, der die drei freundlichen Puppenbrüder schuf. Ein Alchemist, der Puppen zum Leben erweckte und ein Stalker, der missratene Puppen wieder in Ordnung brachte. Die drei Brüder bauten den Werkstattturm der Handwerker und fertigten phänomenale Puppen. Die drei Brüder. Ich würde... zum Leben erwecken und ein Stalker. Ja, ein Alchemist. Das wird Geppetto, der Simon Manus, oder? Also,
der Miss Rat und Puppen in Ordnung brachte. Oh. Und ein Stalker. Okay. Die Puppen wirkten lebendig. Die besseren von ihnen halfen dem Volk von Krat und arbeiteten hart, tanzten und sangen Lieder. Die Leute waren äußerst erfreut und alle waren glücklich. Venini könnte dazu gehören. Sie sagten, dass das alles den drei Brüdern zu verdanken sei. Die drei guten Brüder lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wow, was für eine Geschichte. Hi, mein Freund. I don't suppose you'd like to buy anything. Sorry. Ja. I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Glaube ich dir gerne. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something and you'll help both of us. Na, wir gucken mal, ha? Reden? Was können wir denn reden? Just when you think things are getting better, eh? The other day, someone killed the King of Puppets on Rosa Isabel Street. Ja, war ich. Since the King caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Ja. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of a non-coming train. I guess it's just Krat's time to meet its doom. Kann man, ja, vielleicht, ist vielleicht gar nicht mal so doof. Okay, was hast du denn? Okay, wir haben Streugranate dreimal, Wurfkugel dreimal, Kadaverflüssigkeit dreimal, eine Schaufel. Eine Waffe. Oh. Die sind interessant. Oh ja. Die würde ich mir gern holen, bevor wir weitergehen. Und die Schaufel von mir aus auch. Siebenhundert. Reicht nicht für alles, ne? Buy something and... Zeig mal her. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Okay, das kriegen wir auch noch zusammen. 3,5 brauchen wir. Die kann ich ohne Ende... Ja, 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 mach ich. Danke. Okay, ich würde nämlich gerne alle Waffen haben. Das ist schon cool. Zeig mal her, was macht denn die? Entschlossenheit C, Technik C. Waffenhaltbarkeit ist schon ganz gut für nicht aufgewertet. Physischer Angriff 119, 109. Für nicht aufgewertet ist das gut. Krass. Okay, was haben wir denn? Wütender Rundumhieb. Warum kann ich nicht nach unten scrollen? Bitte. Hallo? Ich kann nicht nach unten scrollen. Der scrollt nicht nach unten. Drehe dich und verpasse umstehenden Feinden Hiebe. Drehangriffe werden fortgesetzt, solange der Angriffsknopf gedrückt ist. Wenn er für eine gewisse Zeit gedrückt wird, löst er einen mächtigen Angriff am Ende aus. Okay. Oh, eine Schaufel haben wir halt, ne? Verwandelt den Griff der Waffe vorübergehend in die lange Form, erhöht den Angriff. Ah, eine, die sich so ausstreckt wieder, ne? Wie das Schwert, das eine. Nett. Hier kann ich nach unten scrollen. Ein militärisches Schaufelblatt der Firma Venigny. Der Schaufelkopf wurde zu einer feinen Kante geschliffen, sodass er nicht mehr als Werkzeug benutzt werden sollte. Wenn ihr keine Waffe habt, um Puppen zu töten, nehmt eine Schaufel, wenn es sein muss. Die Stalker befolgten die Befehle ihres inkompetenten Kommandanten. Doch der Angriff galt nicht ihrem Feind, sondern ihm selbst. Der Stiel der Militärschaufel wurde von der Firma Venigny hergestellt. Er wurde so konstruiert, dass er zusammenklappbar ist, damit er auch bei langen Märschen leicht transportiert werden kann.
Auf die Frage, was am häufigsten auf eine Militärschaufel kommt, würde ein unschuldiger Mensch Dreck antworten. Ein Mensch, der die Realität versteht, würde menschliches Blut antworten. Ha, nett. Okay, cool, ja. Zeig mal her. Ah, ja. Okay. Der ist fix. Krass. Nett. Okay. Gibt schon echt coole Waffen. Man kann schon echt tolle Sachen zusammenbasteln. Gut. Haben wir hier alles? Yep. Mach's gut, mein Freund. Man sieht sich.